Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Wirtschaftsempfang. Wir hatten gerade ein sehr intensives Wirtschaftsforum, die allermeisten waren ja dabei, wo wir über die wichtigsten Themen der deutschen Wirtschaft gesprochen haben, was der deutschen Wirtschaft wichtig ist und wo die Herausforderungen liegen. Und wir sind uns einig gewesen am Schluss, dass neben den vielen wichtigen Einzelfragen vor allem die größte Herausforderung Wirtschaft oder vielleicht sogar Gesellschaft 4.0 heißt, in der unser gesamtes Leben nicht nur in der Wirtschaft, sondern in unserer Gesellschaft ganz neu gestaltet werden könnte und wird. Und der Präsident vom BDI, der Herr Grillo, hat darauf hingewiesen und der Herr Kramer, dass dies natürlich auch bedeutet, dass wir ganz neue Formen der Zusammenarbeit in der Wirtschaft haben und natürlich auch eine neue Form der Arbeitsteilung, die manche Regulierung, die wir heute getroffen haben, so nicht mehr sich durchhalten lässt. Darüber, finde ich, lohnt es sich zu reden und darüber müssen wir auch reden, denn eins ist klar, ob es der eine oder andere Mittelständler will oder nicht will, Wirtschaft, Industrie, Gesellschaft 4.0 wird kommen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Da gibt es eine ganze Reihe von Rechtsfragen, die noch nicht geklärt sind. Da ist die Entwicklung, die technische Entwicklung schon viel schneller als wir in der Politik und mit den Rahmenbedingungen. Und da müssen wir uns anstrengen, dahinterherzukommen. Da wird es dann wieder auf die alte Frage rauskommen, wie viel Regulierung ist notwendig und wo können wir die Freiräume lassen. Wir haben, wie ich finde, noch immer allen Grund, sehr zufrieden zu sein mit der Situation in unserem Land. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück und wir haben Wachstum und die Steuereinnahmen sind, sage ich mal vorsichtig, sehr ordentlich, würde Wolfgang Schäuble sagen. Und so sind wir in einer guten Situation, aber natürlich wissen wir auch, dass die Herausforderungen auf uns warten. Allerdings, so manche Prognose trifft dann auch Gott sei Dank nicht zu. Ich habe die Zeitungen alle noch zu Hause aufgehoben aus dem letzten Herbst, wo uns prognostiziert worden ist. Es geht dramatisch abwärts in der deutschen Wirtschaft. Die großen Herausforderungen kommen. Handelsblatt vorne auf der ersten Seite, es kam ganz anders. Deswegen brauchen wir uns von sogenannten Voraussagen nicht irritieren lassen, aber die Fragen, die die deutsche Wirtschaft aufwirft, wo wir Handlungsbedarf haben, die dürfen wir auch nicht wegtun. Ich sage dies, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind und dass wir zentrale Versprechen im letzten Wahlkampf eingehalten haben. Keine Steuererhöhung, keine Vermögenssteuer, das haben wir alles eingehalten. Aber nachdem wir es eingehalten haben, ist das natürlich auch kein Thema mehr. Das weiß ich, trotzdem weise ich darauf hin. Und ich habe natürlich auch den Mut zu sagen, dass nicht alles, was wir in der Großen Koalition gemacht haben, nicht alles, aber das Allermeiste, aber nicht alles, hundertprozentig auf die Zustimmung der deutschen Wirtschaft stößt. Und da kann ich nur sagen, kurz bevor wir die Große Koalition geschlossen haben, hat ein guter Freund von mir, der Führungsverantwortung in der deutschen Wirtschaft getragen hat, gesagt, also ich rate dir, mach die Große Koalition, ist besser als die Alternative, über die man auch redet. Mach die Große Koalition, aber hat er gesagt, pass auf, ohne sozialdemokratische Inhalte. Das ist natürlich ein frommer Wunsch. Das wäre wie wenn ich sage, mach Tarifverhandlungen, aber ohne Erhöhungen. Also das ist alles bisher nicht gelungen und deswegen bitte ich um Verständnis, dass natürlich nicht alles so ist, wie wir es gemacht hätten, wenn wir allein gewesen wären. Aber in der Koalition muss man auch natürlich Kompromisse eingehen. Und wir bemühen uns wirklich darum, dass wir das, was die Wirtschaft wirklich belastet, so gering wie möglich halten. Und beim Thema Bürokratie und Regelungen, gerade im Zusammenhang mit dem Mindestlohn, sind wir ja auch in Diskussionen, um da Korrekturen vorzunehmen. Also insgesamt ziehe ich über diese ersten 1,5 Jahre eine durchaus
positives Bild, wenngleich ich auch sage, nicht alles, was wir in der Großen Koalition machen, wäre mir und meinen Freundinnen und Freunden eingefallen, wenn wir allein regiert hätten. Es hätte ja schon fast gereicht, aber es war noch nicht ganz so weit, muss man sagen. Also insofern bitte ich auch darum, dass man die Bedingungen, in denen wir Politik macht, auch sieht. Ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen den Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, der nachher auch nach mir sprechen wird, Ingo Kramer, den Präsident der BDA, Dr. Erik Schweitzer, den Präsidenten vom DIHK, Hans-Peter Wollseifer, den Präsidenten des Deutschen Handwerks. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie es möglich gemacht hat, heute bei uns zu sein und nachher zu uns zu sprechen, die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herzlich willkommen. Und jetzt, wir haben schon in unserem Wirtschaftsforum uns ausführlich erklärt und ausgetauscht. Deswegen will ich gar nicht weiter reden, sondern gebe gleich Ulrich Grillo das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Dr. Merkel, lieber Herr Kauder, sehr geehrte Frau Dr. Hasselfeld, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, geschätzte Kollegen, Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, ich habe jetzt alle begrüßt. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier zum Wirtschaftsforum eben und zum Wirtschaftsempfang jetzt. Ich finde es eine gute Idee, den Dialog mit der Wirtschaft zu intensivieren. Da stand nämlich in der Einladung und Dialog ist gut. Und begrüße es, und das stand auch in der Einladung oder im Save the Date-Schreiben, dass die CDU-CSU-Fraktion sich verstärkt wirtschaftspolitischen Fragestellungen widmen möchte. Ich könnte jetzt aufhören, weil Herr Kauder hat ja schon die Zusammenfassung von allem genannt, aber ich erlaube mir doch noch ein paar mehr Worte loszuwerden. Vor Ihnen stehen, nicht direkt vor Ihnen, aber anwesend, vorhin saßen auf dem Plenum 4 Verbandspräsidenten. In dieser Funktion kennen uns die meisten. Vor Ihnen stehen aber auch, und das möchte ich unterstreichen, 4 Unternehmer, begeisterte Familienunternehmer. Wir 4 tragen als Familienunternehmer zusammengerechnet Verantwortung für fast 10.000 Arbeitsplätze. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Verraten wir nicht, wer wie viel. Die einen Umsatz von immerhin rund 3 Milliarden Euro machen. Beeindruckende Zahlen, aber eben trotzdem immer noch Mittelstand. Wir und unsere Mitarbeiter sind neben anderen die, für die Sie, Politiker, die Sie hier anwesend sind, Politik machen. Und die von Ihnen verabschiedeten Gesetze beeinflussen unseren Alltag nachhaltig. Wir sind die Wirtschaft, egal ob Handwerk oder Industrie, wir alle leisten unseren Beitrag dafür, dass es Deutschland und seinen Bürgern so gut geht. Wir haben eben auf dem Panel über zahlreiche Themen diskutiert: Energie, Investitionen, TTIP, Erbschaftssteuer, Bürokratieabbau, Fachkräftesicherung inklusive Zuwanderung, Tarifeinheit sowie Zeit- und Werkverträge angesprochen. Alles Themen, mit denen Sie, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestages hier in Berlin, aber vor allem auch in Ihren Wahlkreisen konfrontiert sind und werden. Aber wie gesagt, alles Themen, die auch uns betreffen. Alle politischen Entscheidungen, sei es im Bereich Energie, Bildung, Erbschaftssteuer und so weiter, haben unmittelbare Auswirkungen auf unser tägliches Tun als Unternehmer und damit letztlich auch natürlich für unsere Verbände DIHK, BDA, ZDH und BDI. Eines sollten wir nicht vergessen, das hat der Vorredner, hat Herr Kauder schon erwähnt, deutlich erwähnt: Deutschland geht es gut, unsere Wirtschaft geht es gut, und diese Wirtschaft ruht ganz maßgeblich auf den Schultern des Mittelstandes mit seiner, wie ich meine, außerordentlich hohen Technologiekompetenz, seiner nachhaltigen Wirtschaftsweise und seinen hochmotivierten, motivierten Mitarbeitern. Gemeinsam mit den größeren Unternehmen hat dieser Mittelstand eine starke Wertschöpfungsketten geschmiedet, die nicht nur weltweit als Beispiel kluger Wirtschaft dienen, sondern unserer eigenen Wirtschaft auch einen besonderen Dienst erweisen. Und diese Wertschöpfungsverbünde haben Deutschland zu einem starken
Wirtschaftsstandort gemacht. Wir müssen diese Wertschöpfungsketten weiter stärken. Es geht uns gut, ich erwähnte es, Sie haben es auch erwähnt, Herr Kauder. Gut geht es uns dank niedriger Rohstoffpreise, dank des Wechselkurses des Euros, dank niedriger Zinsen. All das führt zu einem Wachstum von 2%, gibt uns Rückenwind, kann aber morgen vorbei sein. Wir können es nicht beeinflussen, die Zinsen wahrscheinlich noch übermorgen niedrig. Aber trotzdem, das führt zu einem stabilen Arbeitsmarkt, zu einer Rekordbeschäftigung. Aber all dies, und das dürfen wir nicht vergessen, all dies ist eine Momentaufnahme. Sie als Politiker und wir als Verbandsführer müssen in die Zukunft schauen. Gerade jetzt ist die richtige Zeit, Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Und es gibt einen, wie ich meine, guten Spruch von Herrn Herrhausen, deutscher Bankchef von früher, der sagte, die größten Fehler werden gemacht, wenn es einem gut geht. Das wissen die anwesenden Unternehmer hier, das machen wir auch gerne selber bei uns. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht auch in der Politik machen. Wir müssen das Land fit für die Zukunft machen. Was heißt das? Wir haben enorme Rückstände bei den öffentlichen Investitionen. Wenn sich Deutschland und damit auch die deutsche Wirtschaft in Zukunft auf Weltklasseniveau bewegen wollen, muss jetzt gehandelt werden. Investitionen müssen endlich Vorrang vor konsumtiven Ausgaben erhalten. Das funktioniert auch mit Schuldenbremse. Wir können uns ein Abwarten nicht leisten. Unternehmer wissen, ich habe es vorhin erwähnt, Substanzverzehr ist gefährlich. Die beschlossenen 15 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren sind ein guter Anfang. Sie reichen aber bei Weitem nicht aus. Wir haben es vorhin diskutiert, wo hakt es am meisten aus unserer Sicht? Deutschland braucht bedarfsgerechte Investitionsmittel für die Verkehrswege. Das sage ich nicht nur, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, auch in anderen Bundesländern haben wir entsprechenden Bedarf. Und unsere Unternehmen sind logischerweise auf eine funktionierende Logistik auf der Straße angewiesen. Das Problem ist allen Anwesenden bekannt. Seit Jahren liegen die Investitionen unter dem Bedarf. Wie hoch die Lücke auf jeden Fall auch ist, sie ist riesig groß. Und das betrifft Straßen, Schienen und Wasserstraßen. Und Deutschland muss die Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessern. Damit private Unternehmen mehr investieren, und zwar in Deutschland. Denn die Unternehmen, wenn man die Zahlen sieht, investieren mehr denn je, aber leider nicht in Deutschland. Damit sie also in Deutschland mehr investieren, müssen die berühmten Standortfaktoren verbessert werden, die Energiesteuer- und Abgabenpolitik, die Akzeptanz der Industrie, die Akzeptanz der Innovationen, die die Industrie schafft, und natürlich Bildungs- und Forschungspolitik sind ein Arbeitsfeld. Zudem müssen wir massiv in Ausbau der digitalen Infrastruktur investieren. Wie sonst sollen in Zukunft die gewaltigen Datenmengen transportiert werden, die wir für die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft benötigen. Wir haben ausgiebig darüber diskutiert vorhin. Für den Ausbau der Netze sind hohe zweistellige Milliardenbeträge erforderlich. Diese Kosten kann und soll natürlich auch der Staat nicht alleine tragen. Private Netzbetreiber nehmen nur dann Geld in die Hand, wenn sich ihre Investitionen auch lohnen. Und hier kann die Politik durch kluge Eingriffe Hilfestellungen leisten. Noch ein Blick auf die jungen Unternehmen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, das innovative Potenzial Deutschlands effektiv umzusetzen. Für Unternehmensgründungen ist Wagniskapital oft der zentrale Engpassfaktor. Zwar nicht der erste Schritt, sondern der zweite Schritt der Finanzierungsrunde ist meistens viel schwieriger. Die Bundesregierung hat versprochen, Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital international attraktiver zu machen. Angekündigt wurde ein Venture Capital Gesetz. Jetzt muss gehandelt werden. Wir trauen ja Ihren Versprechungen nach wie vor. Alles gut. Zum Thema Energie. Ich weiß nicht, wie lange Sie Zeit haben. Für alle Unternehmer ist die Versorgungssicherheit ein hohes Gut und neben den Kosten ein wichtiger Standortfaktor. Auch weiterhin gilt der Satz, Energie muss sicher, sauber und bezahlbar bleiben. Das ist das energiepolitische Dreieck, was Herr Fuchs vorhin zitiert hat. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass das nicht in einem Bermuda-Dreieck endet, wo die Industrie versinkt. Ich möchte hinzufügen, ohne kostengünstige Energie, vor allem Strom, gibt es keine wachsende Industrie. Und wir brauchen eine wachsende Industrie. Es warten viele Herausforderungen im Bereich der Versorgungssicherheit und der Kosten, bei der Kohlepolitik
und beim Netzausbau, beim Thema ETS auf europäischer Ebene und beim Thema Förderpolitik auf nationaler Ebene. Dabei möchte ich es zum Wohle aller belassen. Es gibt ja gleich noch was zu essen und trinken. Gerade über das Thema Energie könnten wir sicherlich alle noch stundenlang diskutieren. Machen wir später beim Wein, dann sind die Schmerzen auch nicht so groß. Apropos Schmerzen. Jetzt noch ein für uns Familienunternehmer zentraler Punkt, die Erbschaftssteuer. Einige lächeln, lachen. Das Bundesverfassungsgericht hat die erbschaftssteuerliche Verschonung des klassischen Mittelstands ausdrücklich zugelassen. Auch große Unternehmen haben nachhaltig mittelständische Strukturen. Es muss selbstverständlich sein, auch diese von der Erbschaftssteuerbelastung zu verschonen, um Arbeitsplätze zu erhalten, nicht um was zu verschenken, sondern um Arbeitsplätze und Beschäftigung zu erhalten. Das ist auch verfassungskonform weiterhin möglich. Das Verfassungsgericht hat dem Gesetzgeber, also Ihnen allen, einen weiten Spielraum für eine erbschaftssteuerliche Verschonung der Unternehmen zugestanden. Hingegen steht an keiner Stelle des Urteils, ich weiß, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Urteil, haben Sie mir gelesen und danach musste ich es auch lesen, habe ich es auch gelesen. Es steht an keiner Stelle des Urteils, dass die Unternehmen stärker belastet werden sollten und die Erbschaftssteuer erhöht werden müsste. In dieser Wahlperiode hat uns alle die Arbeits- und Sozialpolitik intensiv beschäftigt. Ich sage nur die Stichworte Mindestlohn und Rente mit 63, aber ich will nicht wieder meckern. Heute Abend wollen wir in die Zukunft schauen. Deshalb gilt unser Appell, das Gesetz zur Tarifeinheit bald zu verabschieden. Aber es muss ja nicht alles zu viel gemacht werden. Neue Regelungen im Bereich Werk- und Dienstverträge sind aus unserer Sicht nicht notwendig. Arbeitserleichterung für Sie. Zunehmend schwerer wiegt für uns Familienunternehmer das Thema Fachkräftemangel. Und dieses Thema ist sehr vielschichtig. So müssen die Arbeitsmarktpotenziale von jugendlichen Frauen, Älteren und Geringqualifizierten besser erschlossen werden. Und gleichzeitig ist es wichtig, ein sehr aktuelles Thema, ist es wichtig, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Der Weg dahin mag streitig sein. Unstreitig ist, dass Wirtschaft und Politik gerade auch auf diesem Gebiet gemeinsam daran arbeiten müssen. Abschließend ein Wort zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. Um es vorweg ganz klar zu sagen, alle Spitzenverbände unterstützen die Haltung der Bundesregierung. Die Spitzenverbände, die sind sowieso immer einig, aber auch bezüglich dieses Themas. Die Haltung der Bundesregierung, ein ambitioniertes Abkommen mit den USA zu verhandeln. Und es ist gut zu wissen, dass Sie, liebe Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, diesen Kurs ebenfalls ausdrücklich mittragen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, wir brauchen einen Hebel, um dieses Thema in die Bevölkerung zu tragen, um Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und da setzen wir auf Sie alle. TTIP wird ganz konkrete Erleichterungen für große wie kleine Unternehmen im Export bringen, etwa durch den Abbau von Zöllen und durch Erleichterungen bei Zertifizierungs- und Testverfahren. Und eines ist mir wichtig zu erwähnen, die regulatorische Zusammenarbeit darf natürlich nicht dazu führen, dass Standards zum Beispiel beim Verbraucherschutz gesenkt werden oder der Handlungsspielraum der EU oder ihrer Mitgliedstaaten eingeschränkt wird. Ein Argument, was viele Gegner immer wieder benutzen, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wir ja auch nicht wissen, was schon im Einzelnen verhandelt ist, aber diese Ängste müssen wir nehmen. Und es ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass gerade in Deutschland so großer Widerstand gegen TTIP aufkommt. Ist es doch die deutsche Wirtschaft, die mehr als alle anderen Länder auf offene Märkte und Handel angewiesen ist und als größte Exportnation Europas über die Maßen vom Freihandel profitiert. Wir müssen das Vertrauen, ich habe es erwähnt, wir müssen das Vertrauen in die TTIP-Verhandlung stärken und ich glaube, Frau Malmström ist da auf einem guten Weg. Die öffentlichen Diskussionen müssen endlich konstruktiv und sachorientiert geführt werden. Natürlich, Kritik müssen wir ernst nehmen und wenn es Probleme gibt, müssen wir sie ernst aufnehmen und diskutieren. Und ich wende mich noch einmal ausdrücklich an Sie alle, nicht nur die Bundestagsabgeordneten, auch an die Manager, an die Unternehmer, alle Gäste hier, die Sie wieder als Multiplikator auch bei diesem Thema arbeiten können.
Helfen Sie mit, die Wähler, die Bürger zu überzeugen. Die müssen verstehen, worum es bei TTIP geht und warum TTIP für uns alle so wichtig ist. In Ihren Wahlkreisen, in Ihren Unternehmen haben Sie die besten Voraussetzungen dafür. Der BDI hat mit seinen Mitgliedsverbänden auch gerade letzte Woche eine Initiative gestartet. Starke Regeln, echte Chancen für ein starkes TTIP. Unterstützen Sie uns dabei und die Politik. Irgendwann müssen Sie ja wahrscheinlich alle über TTIP auch im Bundestag abstimmen. Insofern brauchen Sie natürlich auch die Ermächtigung, das Mandat der Wähler. Anfangs erwähnte ich, dass wir vier heute als Familienunternehmer und Verbandspräsidenten vor Ihnen in Ihren Reihen stehen. Wir sehen auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion an der Seite der Wirtschaft. Mit Ihrem Wirtschaftsforum und dem Empfang reichen Sie uns die Hand zum Dialog. Dialog ist auch nicht mit der Hand, sondern mit dem Mund. Aber wir nehmen die Hand gerne an und wir ergreifen sie gern. Und wir stehen hier bekannterweise heute oberhalb des Plenarsaals. Lassen Sie uns nicht nur für heute Abend, sondern auch in Zukunft mehr über Wirtschaft und Gesetzgebung diskutieren, damit Sie unten, da unten im Plenarsaal, gute Gesetze für Unternehmen, Arbeitsplätze und Wohlstand beschließen. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Volker Kauder, liebe Gerda Hasselfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aber vor allen Dingen unsere Gäste, pars pro toto für alle Präsidenten der Wirtschaftsverbände, lieber Herr Grillo, liebe Gäste aus der Wirtschaft insgesamt. Ich möchte mit zwei Dankeschöns beginnen. Erstens ein Dankeschön an die Bundestagsfraktion, an die CDU-CSU-Fraktion, an Volker Kauder, an Michael Fuchs, stellvertretend für alle Wirtschaftspolitiker in unserer Fraktion. Denn ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, heute diese Einladung auszusprechen und nicht nur einen Empfang zu machen mit zwei Reden, sondern vorher eben schon eine sehr, sehr intensive Diskussion vorzuschalten, die, glaube ich, nochmal die Dinge sehr klar gemacht hat, aber auch unsere Bereitschaft zuzuhören und das zu tun, was hilfreich ist für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze. Ein zweiter Dank an all die, die heute als Unternehmer hier sind oder Unternehmerinnen, die Arbeitsplätze schaffen. Die vom Staat geschaffenen Arbeitsplätze sind nicht die, die unseren Wohlstand garantieren, sondern es sind diejenigen, die etwas unternehmen. Daher kommt ja das schöne Wort des Unternehmers. Etwas unternehmen und damit auch Risiken eingehen, immer wieder Neuland beschreiten, sich in einer sehr schnell verändernden Welt zurechtfinden müssen. Und das wird von uns nicht nur anerkannt, sondern es ist uns als Politikern bewusst, dass wir nur Menschen Wohlstand geben können, wenn wir für sie die Rahmenbedingungen so fassen, dass sie auch mit ihrem Engagement Unternehmer sein können. In der vergangenen Woche, und viele von Ihnen waren da, fand die Hannover Messe statt. Und ich glaube, man konnte sehen und hören, Industrie 4.0, Kennzeichen einer industriellen Revolution, die sich in ziemlich massivem Tempo vollzieht. Das hat ja heute bei Ihnen auch in der Diskussion eine Rolle gespielt. Und das Spannende ist, dass wir alle lernen müssen, weil wir da in eine neue Welt hineintauchen. Sie als Unternehmer, wir als Politiker, um auch das Richtige zu entscheiden. Der Entscheidungsbedarf ist groß politisch, sowohl national als auch europaweit, denn viele Dinge können wir nicht alleine machen. Und es sind im Augenblick in der Beratung zwei wichtige Gesetzespakete in Europa. Einmal das, was das digitale Paket ist, was von Günther Oettinger zu verantworten ist als zuständigem Kommissar, wo es um Netzneutralität zum Beispiel geht, ganz wichtig für die zukünftigen Anwendungen, wenn ich zum Beispiel an das fahrerlose Fahren denke. Und zum Zweiten, wo es um die sogenannte Datenschutzgrundverordnung geht, nämlich um die Frage, wie gehen wir im Datenmanagement auch mit Big Data um? Und diese Verordnung hat das Kennzeichen, dass sie dann unmittelbar geltendes Recht sein wird. Da kann man nicht mehr lange verhandeln, sondern die ist dann sozusagen gültig und wird darüber entscheiden.
ob wir per Safe Harbor Daten nach Amerika übertragen, dort die Anwendungen gemacht werden und dann von den Bürgerinnen und Bürgern Europas genutzt werden, oder aber ob wir selber in der Lage sind, ein Wettbewerbsfeld zu schaffen, in dem hier auch interessante Anwendungen für das Management von großen Datenmengen stattfinden. Und das wird wird eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für die Zukunft sein. Was uns zu Hause hier anbelangt, so haben die Minister Alexander Dobrindt, Sigmar Gabriel und Thomas de Maizière die digitale Agenda zu verantworten. Wir werden für die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sorgen. Wichtig, dass die Versteigerung auf den Weg gebracht werden konnte und dass wir gute Chancen haben, dass das Ziel, was wir uns gesetzt haben, 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt in Deutschland im Jahre 2017, dass wir das erreichen können. Wir wissen aber, mit 50 Megabit kann man manches machen, aber große industrielle Anwendungen wird man damit alleine nicht machen können. Das heißt also, das muss natürlich dann auch weitergehen. Die Bundesregierung hat zusammen mit Forschungsinstitutionen und der deutschen Wirtschaft eine Plattform für die Industrie 4.0 vorgestellt. Und ich glaube, es ist auf der Welt klar geworden, wir schlafen nicht, aber es ist auch für uns klar, wir haben noch nicht so die eindeutige Vorreiterposition, wie wir sie als wichtiger Industriestandort haben sollten. Also wir müssen weiterarbeiten. Und natürlich heißt das auch investieren in die Zukunft. Der Anteil an den Gesamtinvestitionen der Anteil der Investitionen, die durch Unternehmen getätigt werden, liegt im Blick auf alle Investitionen bei 90%. Das heißt also, wenn wir staatliche Investitionen haben, das ist wichtig und da wollen wir uns auch nicht drücken und da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber ganz wichtig ist das, was Herr Grillo gesagt hat, das Umfeld für private Investitionen muss stimmen. Im Übrigen ist auch bei den Forschungsausgaben es so, dass 2/3 durch die Wirtschaft geleistet werden und 1/3 durch staatliche Institutionen. Und wir wissen um die Defizite, gerade im Infrastrukturbereich, aber wir können auch mitteilen, nicht nur, dass wir sowieso 7 Milliarden zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur in dieser Legislaturperiode vorgesehen hatten, sondern durch die finanziellen Spielräume konnten wir jetzt nochmal ab 2016 10 Milliarden obendrauf legen. Und wir haben die Kommunen unterstützt. Das darf nicht vergessen werden, denn in den Kommunen findet am meisten statt. Jetzt muss aber auch sichergestellt werden, dass es dann in den investiven Bereich geht und nicht die zusätzlichen Ausgaben weiter im sozialen Bereich sind. Der Wirtschaftsminister hat eine Kommission beauftragt, die sich auch mit den Fragen der Investitionen beschäftigen. Da gab es gestern einen großen Kongress dazu und ich denke, gerade für unsere Infrastrukturinvestitionen wird das noch weitergehende Bedeutung haben. Wolfgang Schäuble hat daran gestern auch teilgenommen. Zentral Energiekosten, da hat Herr Grillo darüber gesprochen. Wir wissen um die Ambition der Energiewende. Wir haben in enger Abstimmung auch mit der deutschen Wirtschaft das Erneuerbare Energiegesetz renoviert und neu gemacht. Wir haben einige Elemente eingeführt, die, so glaube ich, sehr hilfreich sind. Verpflichtende Direktvermarktung, klare Ausbaukorridore für die nächsten Jahre. Wir testen jetzt in einem Pilotvorhaben das Thema, was noch in dieser Legislaturperiode auf uns zukommt, nämlich die Ausschreibung der zukünftigen Investitionen in erneuerbare Energien. Das machen wir, diesen Test, am Beispiel der Photovoltaik. Aber wir haben natürlich, das wird noch ein hartes Stück Arbeit, und wir haben jetzt bis zum Sommer entscheidende Dinge zu regeln, die für die Zukunft des Energiemarkts von allergrößter Bedeutung sind. Das sind die Entscheidungen über den Netzausbau im Gleichspannungsbereich. Das sind die Fragen des Strommarktdesigns, Kapazitätsmarkt, ja oder nein, und wie muss das aussehen. Das ist die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und das ist die Frage der Klimaschutzziele, die im Augenblick auch im Kohlebereich zu erheblichen Diskussionen führt. Da will ich ganz deutlich sagen, dass wir natürlich, und das weiß ich auch vom Wirtschaftsminister, uns anschauen, welche Wirkungen hat das, dass man über die Annahmen reden muss, dass die Szenarien gerechnet werden. Und natürlich gibt es da Diskussionen, die müssen so ausgehen, dass wir auf der einen Seite den Klimaschutz im Auge haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Arbeitsplätze und auch die heimische Rohstoffversorgung.
Basis. Meine Damen und Herren, diese Entscheidung plus noch die Frage auch, die sich zusammenhängen mit der Entsorgung der Nuklearkapazitäten, wenn die Kernkraftwerke einmal abgeschaltet sind, das alles wird man nur in einer Gesamtschau entscheiden können und deshalb sind die nächsten 2-3 Monate davon großer Bedeutung. Wir haben oft darauf hingewiesen, wir haben keine Steuern erhöht. Das ist für die Berechenbarkeit und für das Vertrauen, das Sie haben können und auch das, was wir im Wahlkampf gesagt haben, wichtig. Jetzt haben wir das Thema Erbschaftssteuer. Mir ist die Brisanz bewusst. Das ist ein Thema, das hat viel mit dem Selbstverständnis zu tun. Kann ich in einem Standort arbeiten, in dem mein Unternehmen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird? Es gibt eine intensive Diskussion mit dem Bundesfinanzminister. Wir müssen zum Schluss die Länder überzeugen, dass das okay ist. Aber ich glaube, dass die Bereitschaft besteht, hier eine vernünftige Lösung zu finden. Es ist richtig, es steht nirgends in dem Urteil, Herr Grillo, dass die Erbschaftssteuer sich erhöhen muss. Es steht aber schon drin, dass Bedürftigkeitsprüfungen durchzuführen sind, wenn die Verschonungsregel angewandt wird für Unternehmen und was eine Bedürftigkeitsprüfung in dem Zusammenhang ist, das ist ein weites Feld, das wir politisch zu entscheiden haben und wir sind uns auch einig. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir in 3 Jahren wieder vor dem Bundesverfassungsgericht stehen und das Thema Erbschaftssteuer jetzt nicht auch wirklich fest hinbekommen. Ich kenne die unterschiedlichen Diskussionen über den Mindestlohn. Wir sind in diesen Tagen dabei, in der Koalition zu schauen, wo können wir und müssen wir noch Veränderungen vornehmen. Die Unionsfraktion, das ist kein Geheimnis, hat hier sehr stark auch auf die zum Teil nach unserer Meinung zu hohen Bürokratiekosten hingewiesen. Und wir müssen jetzt sehen, was in der Koalition möglich ist. Ich will hier vor den entscheidenden Sitzungen keine Prognosen abgeben, aber wir haben eine sehr klare Vorstellung in unseren Reihen, was eigentlich verändert werden müsste. Das Thema Bürokratieabbau hat heute gerade bei uns im Kabinett eine Rolle gespielt und ich glaube, die Entscheidung One in, One out ist eine gute Entscheidung, die wir gefällt haben. Ich möchte auch Staatsminister Braun ganz herzlich danken, der in vielerlei Hinsicht hier darauf achtet, zusammen mit dem Normenkontrollrat, den ich natürlich auch danke, dass wir hier auch wirklich vorankommen. Man mag es immer gar nicht sagen, wir haben Sie deutlich entlastet seit 2007 durch die Berichts- und Informationspflichten, aber das ist so ein bisschen, manchmal habe ich auch bei Investitionen den Eindruck, man tut was, aber es ist ein so allgemeiner Befund, dass wir ein recht verregeltes Land sind, dass das auch gar nicht so ins Gewicht fällt, aber die Methode ist vergleichsweise wissenschaftlich, sie ist international angewandt und deshalb muss ich Ihnen einfach berichten, es ist bei den Informationspflichten weniger geworden und das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Fachkräftesicherung ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Jahren angesichts der Demografie intensiv beschäftigen wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch fast 3 Millionen Arbeitslose und dabei einen wachsenden Anteil von Langzeitarbeitslosen. Das heißt, es muss unser politisches Interesse sein, da diese Zahl runterzubringen. Ich glaube, wir haben im Bereich der Alleinerziehenden durch den Ausbau der Kinderbetreuung schon einiges erreicht. Aber wir müssen weitermachen. Und wir müssen jetzt auch aufpassen, dass im Zusammenhang mit der Integration von Asylbewerbern natürlich wir das Fachkräftepotenzial nutzen wollen. Wir haben mit dem Handwerk insbesondere auch darüber gesprochen. Ich bedanke mich auch für alle Bereitschaft, diese Integration durchzuführen. Sie brauchen dafür auch berechenbare Bedingungen. Daran arbeiten wir. Aber wir müssen schauen, wir dürfen den Teil der Langzeitarbeitslosen, die aus Deutschland kommen, nicht vergessen. Denn denken wir immer daran, wir geben nach wie vor 40 Milliarden etwa aus für Hartz IV, für die Grundleistungen, 40 Milliarden. Und allein der Gedanke, man könnte davon einen relevanten Teil in Investitionen stecken, ist ein sehr spannender und interessanter Gedanke. Europa steht besser da als zuvor, ist aber nach meiner festen Überzeugung noch nicht über den Berg. Und die negativen Wirkungen der sehr niedrigen Zinsen und des niedrigen Ölpreises sind natürlich die Gefahr, dass es sein könnte, man reformiert nicht mehr so entschlossen, wie das einige Länder ja gemacht haben.
Auf der anderen Seite gibt es Länder, die sehr harte Programme durchlaufen haben, auch ein Stück Spielraum, wenn ich an Spanien denke, an Portugal denke. Und wir können immerhin sagen, Irland ist jetzt der Wachstumsmotor Europas. Und da zeigt sich, was Reformen in der Kombination mit soliden Finanzen auch ausmachen. Und deshalb wird die Bundesregierung hier auch weiter für diesen Kurs werben, obwohl wir international zum Teil erheblichen Druck ausgesetzt sind. Das verfolgen Sie ja auch. International ist das Stichwort für die Freihandelsabkommen. Und wir müssen ja hier vielleicht auch, ich danke Herrn Grillo für seine Worte, kann mich denen anschließen, vielleicht auch ein Stück nochmal den Blick weiten. Wir haben eine Vielzahl von Freihandelsabkommen. Das letzte, was wir, glaube ich, abgeschlossen haben in der Europäischen Union, ist das mit Südkorea gewesen. Es gab so viele Bedenken, gerade auch von der deutschen Wirtschaft, von der Automobilwirtschaft über das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Das Ergebnis ist, dass wir sofort nach Inkrafttreten wachsende Exportmöglichkeiten haben. Wir sind in einem weiten Stadium mit dem Freihandelsabkommen mit Indien und der indische Premierminister hat mir versprochen, dass die Gespräche mit der Kommission wieder aufgenommen werden. Wir sind mit Japan im Gespräch. Wäre auch sehr wünschenswert, dass wir das hinbekommen, insbesondere mit dem Blick, wenn die USA mit den asiatischen Partnern jetzt das Freihandelsabkommen abschließen werden. Und das werden sie machen innerhalb dieses Jahres. Wir haben dem russischen Präsidenten angeboten, dass wir auf längere Frist über Freihandel von Vladivostok bis Lissabon sprechen können. Und da wäre es doch irgendwo geradezu befremdlich, wenn wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika nun ausgerechnet nicht über ein solches Freihandelsabkommen sprechen würden. Aber das fügt sich ein in eine Vielzahl von solchen Aktivitäten und deshalb liegt natürlich auch der Verdacht nahe, dass es eine Vielzahl von Motivationen gibt, dagegen anzugehen. Wir haben im Übrigen in keinem der Freihandelsabkommen jemals unsere Verbraucherschutzstandards, unsere Umweltstandards irgendwie nivelliert, weil natürlich weiter alle Richtlinien gelten, die wir schon mal abgeschlossen haben innerhalb der Europäischen Union. Und deshalb werden wir hier von der Unionsseite sehr intensiv argumentieren und werben dafür, dass das etwas ist, was Arbeitsplätze sichert und wir werden der Kommission auch Mut machen, dass sie die Verhandlungen zügig führt. Meine Damen und Herren, der heutige Kongress und der heutige Empfang leistet etwas, was ja in der sozialen Marktwirtschaft ganz wichtig ist. Ludwig Erhard hat von Anfang an diese soziale Marktwirtschaft als ein Projekt auch des Vertrauens angesehen. Wohlstand für alle wurde erlebbar und legendär ist die Aussage, dass man eben auch immer schauen muss, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer und dass man mit der Psychologie des halbvollen Glases eigentlich das Glas eher voll kriegt, als wenn man die ganze Zeit darüber redet, dass es halb leer ist. Und deshalb ist das Gespräch zwischen uns so wichtig und das heißt, die Basis unseres Dialogs muss Vertrauen sein. Vertrauen darin, dass Sie uns sagen, wo der Schuh drückt und wo natürlich dann die Dinge auch irgendwann so sein können, dass man nicht mehr in Deutschland investiert. Und da haben wir Verantwortung. Aber auch Vertrauen in uns, dass wir politisch natürlich die Verantwortung für 80 Millionen Menschen haben. Und schauen müssen, dass diese Gesellschaft zusammenhält, weil eine zusammenhaltende Gesellschaft wieder für Sie auch eine berechenbare Basis des Arbeitens ist. Und das wird in den nächsten Jahren nicht immer unbedingt einfacher. Die demografische Veränderung, die große Herausforderung an Bildung im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Und deshalb sage ich Ihnen auch von Seiten der Regierung und aller hier anwesenden Regierungskollegen zu, genauso wie Ihnen das die Fraktion heute gemacht hat. Wir wollen diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Danke, dass Sie alle da sind und jetzt uns allen gute Gespräche. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin,
für diese klare Positionsbestimmung und auch für den Blick in die Zukunft, in die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen, die wir alle miteinander gemeinsam zu meistern haben. Meine Damen und Herren, wir hätten die Situation, dass wir die Wirtschafts- und Finanzkrise besser bewältigt haben als alle anderen Länder, nicht, wenn nicht in der Vergangenheit Ihre Leistung, die Leistung der Unternehmer, verantwortungsvoll gewesen wäre, wenn nicht immer die Bereitschaft da gewesen wäre, auch in schwierigen Zeiten Mitarbeiter zu halten und für Innovation zu sorgen. Und wir hätten diese Situation aber auch nicht, wenn nicht die richtigen und verlässlichen Rahmenbedingungen von Seiten der Politik gesetzt wurden. Die Bundesregierung hat dieses unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorbildlich gemacht. Die Unionsfraktion stand dabei immer an ihrer Seite. Und meine Damen und Herren, Sie können sich auch künftig darauf verlassen, dass wir in der Unionsfraktion die Anliegen der Wirtschaft, Ihre Anliegen, die Anliegen der Menschen in unserem Land auch künftig beachten werden und sehr ernst nehmen. Eine Zeit niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Exportzahlen, die verführt vielleicht ein bisschen dazu, sich zurückzulehnen und auf dem Erfolg auszuruhen. Aber gerade in diesen Zeiten gilt eben, sich nicht auszuruhen. Denn das, was der Präsident Grillo gesagt hat, muss uns immer vor Augen sein. Die größte Gefahr für unsere Zukunft ist der Erfolg der Gegenwart. Sich nicht zurücklehnen, sondern die Aufgaben, die vor uns stehen, beherzt angehen und auch im Wissen der Vergangenheit mit anzugehen. Und diese Herausforderungen, die meisten sind genannt worden und sind heute auch in der Diskussion deutlich geworden, die sind vielfältig, die betreffen die veränderte Wettbewerbssituation in einer globalisierten Welt, die betreffen die demografische Entwicklung, die betreffen vor allem aber auch die rasante technologische Entwicklung, Stichpunkt Wirtschaft 4.0. Und sie treffen natürlich auch eine laufende Tendenz in unserem Land und in wahrscheinlich jeder industrialisierten Gesellschaft zu immer noch mehr Regulierung und Reglementierung. Auch diesem gilt es entgegenzuwirken. Das sind nur einige der Aufgaben, die vor uns stehen. Und wir alle miteinander, Wirtschaft und Politik, sind dabei gemeinsam gefordert. Jeder hat einen anderen Aufgabenbereich, aber wir haben das gemeinsame Ziel, nämlich das Ziel, dass es den Menschen in unserem Land gut geht, dass sie Beschäftigung haben und dass die Zukunft unseres Landes für unsere Kinder und Enkelkinder gesichert ist. Und um diese gemeinsame Aufgabe auch gemeinsam bewältigen zu können, dazu braucht es den ständigen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. Sie wissen, dass wir dieses pflegen und gerade dieser heutige Tag ist ein Auftakt dazu, dass die Aufgaben, die vor uns stehen, von uns gemeinsam in Partnerschaft, im gegenseitigen Verstehen und sehr wohl wissen, dass wir unterschiedliche Aufgabenbereiche haben, in denen wir tätig sind, bewältigen können. Und deshalb danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute bei dieser Diskussion schon dabei waren, dass Sie jetzt bei diesem Empfang auch die Kontakte pflegen. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie diese Auftaktveranstaltung heute so im Gedächtnis behalten, dass Sie auch bei den weiteren Veranstaltungen, bei denen wir dann ins Detail gehen können, die einzelnen Themen miteinander vertiefen können, auch wieder mit dabei sind. Die Aufgaben werden aber nicht nur gelöst mit Gesetzen und Verordnungen, sondern da geht immer auch ein Kontakt vorneweg. Nicht nur die Diskussionen sind ausschlaggebend, sondern auch die persönlichen Kontakte, die Gespräche und Begegnungen, die wir bei so einem Empfang wie heute haben. Und deshalb
darf ich Sie herzlich bitten, noch ein bisschen zu bleiben. Ich wünsche Ihnen angenehme Gespräche, interessante Gespräche und interessante Begegnungen. Einen schönen Abend.